ganz herzlich begrüßen heute den 3. Juni zu unserer Gemeinderatssitzung, die mit 12 Punkten gut gepackt ist. Wir werden noch ein Reihe von anderen Punkten gehen. Es sind zwei Kollegen, die sich durch eine Prokuration vertreten lassen. Das ist einerseits Madame Kuhn, Nadine Metz, durch den Herrn Yves Marquis und den Herrn Marc Spalz, durch Madame Isabelle Solania. Ich stelle fest, dass den Gemeinderat ein Nombre aus in der Sitzung sein Weg kann machen. Ich will direkt als Introduktion mal all die Leute, das geht immer vergisst, merci so, die dafür responsabel sind, dass wir als Gemeinderatssitzungen so können aufhalten, wie wir das können machen oder sollen machen. Nämlich die Präparationsarbeit, die du gemäht gehen. Ich will so, und das sind keine Einzelmännischer, die das immer präparieren, aber das sind Damen und Herren, jungen und Mädchen, die bei uns den Service schaffen und die das mit Amy Conscience machen. Und ich stelle nicht mehr fest, dass die einen oder anderen mit einem kritischen Aussuch findet, dass sie hier nicht weiß und du nicht weiß. Ich will so, die Arbeiten, die hier gemäht gehen, die für alle gehören, die Programmpunkte auf den L zu setzen, das bedeutet eine Arbeit, die nicht unbedingt muss sein, weil wir können noch dahinter so, alle Konzei muss, wie dem Gemeindegesetz auch üblich ist, sein Dossier auf die Gemeinde gucken kann. Wir haben ein System angefordert, wo ein daheim um L sich Dokumente kann rufen. Wir um L sind nicht nur Dokumente für die Gemeindegesetzung, ich will auch das sagen. Da gehen doch ein zu Invitationen oder Zirkulären, die darüber gesagt gehen. Da kann ich so in den L-System, das ist nicht unbedingt alles optimal, wie du lebst, das ist aber so, dass ich normal immer alles wert fand. Und ich kann immer noch staunen, wenn ich weiß, dass eine Invitation oder ein Zirkulär oder so ein Dokument um alles, dass immer noch Kollegen und Sekretariat daran telefonieren, also sie hätten aber hier nicht gekriegt, sie hätten aber da nicht gekriegt. Weil wir haben auch ein System, das wir nicht werden aufschaffen von SMSen, wo wir darauf aufmerksam machen, heute, dass das selbst neu zu melden, ein SMS, das ist entweder eine Invitation oder das ist ein Zirkulär oder das sind eben Dokumente von der Gemeinde oder sonst irgendwelche Dokumente. Ich will just eigentlich unsere Leute, die das alles präparieren und das so machen, ein großes Merci so. Und ich meine, jederin, die nicht an der Pension ist, die natürlich auch nach Congé Politik zu gut und man muss natürlich da gucken, für das ein bisschen so zu organisieren, dass das aus. Bon. Ja, wir sind heute den 3. Juni 2022, das quasi Jahr für die nächste Gemeindewahl und ich hoffe, dass wir die nächste Gemeinderatssitzung werden auch mit Sicherheit gut halb Dose bis 10 oder vielleicht mehr und dazu sind, dass wir die auch am Geist vom Konstruktiven, vom Fairen an vom Korrekten, mit viel Verstehst, möchte über die Bühne Werte bringen, wohl wissen, dass wir keine einfache Zeit Hannadeis hatten und wohl wissen aber auch, dass wir keine einfache Zeit für uns Werte haben. Und ich will einfach auf den Tag von gestern zurückkommen, wo wir den Bürgermeister-Tag hatten, respektive den Gemeinderatstag, weil wir auch Konzeien haben, präsent, dass wir nicht dafür vergessen, dass wir an einer großen Zeit vom Wandel sind, dass man in einer Zeit vom Wandel sieht, wie die Gemeinde sich aufstellt, wie die Gemeinde funktioniert. Gestern war eine von den wichtigsten Themen Digitalisierung auf allen Niveaus. Homeworking oder Homeschooling, das waren Stichwörter während der Zeit von der Pandemie. Und ich meine, noch die Gemeinde hat da sicherlich noch Luft, sehr viel Luft nach oben. Wir müssen natürlich die ganzen Digitalisierungsprozesse und Ideen, die aus dem Ministerium auslaufen, mit einer vollen Aufmerksamkeit gucken, wohl wissen, dass es immer noch Leute gehen, die aber mit den neuen Technologien nicht so eins gehen. Also immer noch muss wissen, bis zu einem Drittel von unserer Bevölkerung hat aber Probleme, wo wir immer nicht mehr können, so machen, das tun wir ja aber auf unserem SMS geschrieben, das tun wir auf unserem Facebook, das tun wir hier gemäht und kann ihnen sich das Dokument da rauflöten und hier. Also, dass man da mehr muss. Noch, was den Auflauf von vielen technischen administrativen Aufgaben angeht, haben wir gestern im Gespräch ja noch festgestellt, früher, das ist noch gar nicht so lange her, konnte den Telefon holen und dann hat den mit den Leuten Rendezvous ausgemäht, dass sie auf einen Platz drüppeln. Heute kriege ich ganz oft gesagt, ja, da haben wir ein Formular, füll den dann aus, den persönlichen Kontakt über E-Mail oder sonst digitalen Möglichkeiten vereinfacht sicherlich vieles.
Mir verkompliziert auch eins du aber dann die persönliche Beziehung, die ihn zu Leid abgebaut wird. Und auch das soll man nicht aus den Augen verlieren, weil ich der Meinung bin, von den über eine Simplifikation administrativ schwätzt, da sind auch der persönliche Gespräch an die Überlegungen muss man dranholen und nicht einfach so mit digitalisieren, nur breit erstellen also ab. Da will ich auch sagen, dass Gemeng selber wäre interessant. Nur zu lauschen, weil wir sind voll an einem Wandel von unserer Gemeinde. Wir sind umgegangen, den einen und den anderen Pilier von unserer Gemeinde zu verlieren, dadurch, dass Pensionen ausstehen und Leute an eine wohlverdiente Pension gehen. Wir haben am Reserveur den ersten Pilier von der Gemeinde verloren. Wir verlieren mit unserem Sekretär an den nächsten Moment auch einen wichtigen Pilier, auch den Chef vom Service d'Urbanisme et du Développement Durable. Wurde uns ein Brief zukommen gelassen, dass sie ab Dezember von diesem Jahr oder 1. Januar vom nächsten Jahr die Monte Pension will machen. Das heißt, wir haben am Kamil, am Fabien, am Guy, nicht vielen anderen, die vielleicht nicht so offensichtlich durchstehen, ein Teil von unserem Leben, die ein Teil von unserem Leben an unserer Gemeinde matt geprägt haben, ein Teil, was matt dezidiert haben. Da sind wir umgegangen, also neue Leute zu rekrutieren, ich meine, sie haben ein bisschen kein Vakuum, sie haben auf jeden Fall näher geschafft, dass den Defi, den sich da ausstellt, dass die kann gemeistert gehen. Nee, mehr, also da war so, dass das natürlich für diese Chefin oder besonders für die nächsten Chefin der Gemeinderat wird eine ganz große Aufgabe geben, für das Gemeinde so kann abstellen, wieder dass wir selber stellen fest, dass wir einen großen Wandel haben, was Mentalitäten angeht, was Beziehungen zu Gemeinden angeht, das alles nicht zum Negativen, aber mit anderen Vorstellungen von Leuten, die auch ein korrekt und ein gutes Arbeit machen. Boah, Gesundheit, ich habe gesagt, keine einfache Zeit haben wir, noch keine einfache Führung. Stichwort Covid-19, wir vergessen, dass wir 2 Jahre in einer Zeit von Pandemie gelebt haben, in einer Zeit von Konfinement gelebt haben, die nicht ganz einfach war. Wir haben einen Krieg, wo kein Mensch weiß, wohin er die Krieg sich wird orientieren. Es gibt Stimmen, die schwätzen von einem Krieg gegen die Ukraine, wo der stellvertretende Krieg ist, gegen Europa und ich meine, es spielt in Loh immer mehr auch die ein oder andere Konsequenzen, Wirkungen, die diese Krieg an Europa bis eben noch an ein Privathaushalten mit dran bringt. Die Krieg sieht nicht längst aus, die sieht nicht längst als Mottbücher. Ich meine, wenn man die Preishosse gucken, die immer im Heiert, die ganz dramatisch sich durchstellen, wobei ich mir mal vorstellen, war das mehr dramatisch an einem Krieg-Szenario zu leben oder mal ein bisschen etwas mehr müssen hinlegen, für den Benzin zu bezahlen. Aber es wird die Entwicklung machen, ist immens schwierig. Wir merken das all Tag an unseren Servicen. Für nicht so, sie ist dramatisch und das ist eine streichende Tendenz, mit allem zu erkennen, was die Preissourcen durchgehen. Prognosen, die von den Wirtschaftsexperten gemacht werden, die sind nicht rosig. Irgendwie ist es alarmant, aber wenn ihr wisst, dass die Ölpreise per Rapport zum letzten Jahr, die Ölpreise, um 100% oder mehr als 100% an die Leute gegangen sind, dann stellt sich das natürlich als ein ganz großes Defi durch. Der Krieg in der Ukraine ist eine Katastrophe. Und, wenn ich heute Blumen nach hinten gestellt habe, dann ist das einerseits sicherlich für ein bisschen der Flair von meiner Frau hier im Garten an die Gemeinde heranzubringen, mir aber auch gedurcht als ein Zeichen für Sympathie und die Leute, die nicht im Krieg leiden. Der ukrainische Staatschef Volodymyr Zelensky schwätzt von einer brutalen und schlimmen Situation, die dort Russen umgegangen sind, zu realisieren. Ein Fünftel vom Territoire ist anhand von den Russen. Ein großes Flüchtlingswelle, die wo ich noch nicht so richtig kann erkennen, wie die sich weiterentwickeln. Das ist das Gleiche als NRW. Und was wie gesagt, der Krieg gegen die Ukraine, das ist der Krieg gegen Europa. Und der Frieden, den ist natürlich ganz, ganz weit weg. Ich hoffe just nicht, dass wir an eine Situation geraten, wo so ein gewisser Effekt, wie soll ich das sagen, von der Gleichgültigkeit einmal können, dass die Revolte und die Ingeniation vis-à-vis von der russischen Aggression oder ihren Atrocitäten, ihren menschenfeindlichen Agitationen, dass man da nicht dem Bimo gleichgültig gegenüberstehen.
Egal, was weiter geschieht, wie sich der Krieg entwickelt, Luschons sind nur 100 Tage Krieg, das sind ein bisschen mehr wie 3 Monate, ganz viele Konsequenzen spürbar. Natürlich will ich aber auch sagen, dass man den Kopf nicht an den Sand soll stechen und dass man nicht all diejenigen Solidaritätsgefühle vis-à-vis von der Ukraine an die Leute auch müssen assurieren, die Aufgaben, die man heute zu Schöffling, für Schöffling und Matbeger und darüber raus zu Meistern und zu assurieren, und dass man das auch, dass man die nicht dürfen aus dem Auge verlieren. Das ist nicht immer einfach. Ich kann nicht sagen, die letzte Woche, wo ich aus der Vakanz zurückkomme, den hatte ich 15 Rendezvous mit Leuten, sieben, die über Telefon oder die bei mir gekommen sind, wo ich einfach spürt, dass die Angst für ihre Zukunft ganz groß ist. Sorgen um die Wohnungen, mehr 100 genug Wohnungen für all die Leute, die bei den Bürgermeister oder vielleicht auch bei ihr Schuhklappen kommen, für eine Wohnung wollen zu kriegen. Es sind viele Leute, die in den Preis hassen, die doch immer sind, wirklich richtig leiden. Und es sind natürlich auch ganz viele Leute, die Arbeitsplätze verloren haben. Es sind Leute, die hier Arbeitsplätze verloren haben durch Covid-Situationen, die mit nicht mehr zulassen, dass der Betrieb weitergeht. Es ist jeder, der einen gesichert und einen sicheren Platz hat, den sollte ich immer bewusst sein, dass das für nicht für alle Menschen so wird in der Fall sein. Allerdings, und schon einmal, was hilft all Kluen und all Jämeren, ich meine, wir haben die Aufgabe und Pflicht, für als Bücher dort zu sein, und das werden wir auch machen. Dann letzte Gedanke, wir stehen Martin im Jahr 2022, wir sind Martin am Kulturprojekt Esch 22, mit all den Festivitäten, die wir rundherum ausholen, mit all den Festivitäten, die wir selber wollen machen. Wir haben auch eine Festivität, die schon seit 2 Jahren über die Bühne soll gehen, nämlich 50 Jahre Jumilage mit der Partnerstadt mit Rosenheim, wo ich nächste Woche eine Delegation leider nicht ganz viel kann sehen, wird mitgehen auf Rosenheim für einen Austausch mit den Responsablen zu feiern, für eine Reihe von Rezeptionen am Kader von 50 Jahre Partnerschaft mitzumachen. Also wir haben alle mal auch für ein Vernissage von einer Retrospektiv von arabischen Kreationen vom Schöfflinger Künstler Adi Deville mitzumachen. Die leider für eine Politik verstorben ist, wo wir sind Dünsten der Mitte und Feierrauer Begriffnismas sei in der Pochkirche aus. Neomar, also am Pol Kulturell, wo ja auch der Perso-Musee innerburg, dass die Exposition zu Ehren vom Herrn Deville wird sie über die Bühne gehen, das ist auch mit der Familie so aufgeschwert von dieser Platz aus, von Herzen aber als Beileid, am Namen von Schaffner Gemengerode und als Badgefühl und Familie, besonders schon seine Frau Adi und sein Mädchen Isabel. Ich meine, den Herr Adi Deville, als ein erster Schöfflinger Bürger, nicht nass, mein, war zu Hesper abgewusst, und hat aber viele Jahre heute zu Schöffling gelebt. Das war ein Mann mit Herz und Seele, mit Engagement und Ersatz für die Kultur, für die Leute, für das Patrimoine. Das ist ein Mann, den zu singen Überzeugungen und zu singen Ideen stumm. Und der hat mit viel Kompetenz, mit viel Talent, er hat viel Eifer immer geschafft, drin hat, diskutiert dann noch beruhigt hat. Da, oft hat er das am Stillen, ohne Abhebens rundherum seine Person gemäht, aber wenn er das müssen sehen, hat er das auch mit aller Deutlichkeit und mit aller Klarheit gemäht. Ich will auch keine Laudatio auf den Herrn Deville halten, keine Lusch, weil ich meine, das machen wir auf einem anderen Platz. Ich will aber rauskristallisieren, dass mit dem Herrn Deville heute Schöffling eine Persönlichkeit als verlost wird, die aber verdient wird, sie an Ehren zu halten. Und das, weil hier nach vielen Bereichen als Zeche-Prof, als Mann bin ich da auch vom CD Monument, als Kulturschaffenden über die Grenzen von Schöffling raus, von unserer Gemeinde raus, so viele sind tolle Brüste. Und da man da mengenisch eng Arbeitswöl mehr Ritter hat, die da wert sind, nicht an der Vergiss geraten zu losen. Es war auch ein Mann, den mit viel Humor, mit viel Leben, mit viel Offenheit für seine Passion, für seine Mitmenschen gelebt und geschafft hat. Ich selber hatte am Lycée als Zeche-Prof und ich war kein talentierter Maler. Ich weiß aber, dass er mir immer zur Hand gegangen ist, für mein Werk so zu verfeinern, dass ich sogar an einer Ausstellung den ersten Preis mit einem Bild vom Deville-Weimarskirche gemäht habe. Ich meine, mein Schöffling weiß zu schätzen, was den Herr Deville gemäht hat. Ich meine, nur eine Reihe Ideen und Vorstellungen, die nicht den Zeitpunkt sind, für die Volleyer zu gehen. Mir das war ich aber so, dass wir uns schon Gedanken gemäht haben
für die Retrospektiv, die Lutz Drusenheim gewisse geht, der auch zu Schöffling dann zu weisen an der Meint, wie sich dann geht, so nochmal November, Dezember, an dass wir auch versichern, à la suite, da zu organisieren, was zu geschehen, was geschehen kann oder vielleicht auch geschehen soll, für den Herr Deville an Ehren zu halten. Ich will von dieser Platz aus dem Herr Deville am Namen von den Schöfflinger Leuten merci so und dann auch au revoir. Voilà, das ist pour die Introduction. Nee, das ist eigentlich froh. Nee, wolltest du nur bei Punkt 2 rüberkommen schon, oder? Nee, eigentlich bei Punkt 1. Ah, pardon, okay. Entschuldigung, nee, das ist mein Mann und Punkt. Korrespondenz und Information. Okay, pardon, okay. Ja, ich meine, heute dann während der Schleier in der Rapport von Südenergie, das war früher Südgas. Ich meine, der Gas ist etwas, was wir immer noch an unseren Reihe brauchen, für zu hützen, als zwar ein CO2-Emittent, sondergleichen. Und ich meine, dass sie sich Südenergie nennen, dann nämlich Südgas, wird ja auch darum zu dienen, dass auch bei der Südgas versicht wird, neue Wehr zu gehen, was die Energieversorgung angeht, auch von der ein bisschen mehr lang wird dauern. Ich wollte die Gemeinde auch informieren, dass man nicht mehr spät wie mit mir eine Reunion hatte mit der Police an dem sogenannten Komitee de Prävention, zusammen mit der Gemeinde Recken an Monrösch. Wir haben da Statistiken präsentiert, wie sich die Situation ja, mit polizeilichen Problemen an unseren Wirtschaft präsentiert. Wir hatten eine ganz lange Diskussion über die illegale Verlohnen von Kaffeezimmern. Wir hatten aber auch eine Reihe von Nachbarschaftsbelästigungen, besonders bei den Kaffeen, um Ordre de Jour, die Präsenz von der Police bei den Schulen, Witterskontrollen, die an den Entrehen von der Gemeinde gemäht sind, dann noch ein Austausch gefeiert über die Dabrisch hier in unserer Gemeinde. Ich kann so ein Feld aus der Schöffling nach an der Reihe. Die größte Probleme sind die vielen Protokollen, die wir auf der Roten Brücke zu bezahlen haben. Das sind aber keine Schöfflinger Bücher, das sind die einfach zu sehen. Du führst von deiner Rade, du stehst. Mit sonst sind wir an der Statistik nicht unbedingt, ob schon eine Reihe von Vandalisten Probleme festgestellt gehen. Sind wir noch nicht an der schlimmsten Situation, die ich mir vorstellen kann. Aber was wirklich muss kontrolliert werden, das sind die sogenannten Kaffeezimmern. Und das wird etwas sein, was ja, auch bei uns bleibt. Dann haben wir eine Reunion gehabt am Kader von den frisch ArcelorMittal. Weil wir uns umgegangen sind, zu überlegen, wie lancieren wir, wann bis die Session aufgeschlossen ist zwischen ArcelorMittal und Agora. Die neue Diskussion rundherum, die Entwicklung auf der frischen, ich meine, der Plan Direkteur, da sind Ideen, die festgehalten sind, noch am Kader von einer Partizipation der Citoyen. Milo steht da aber ohne PAG-Modifikationen zu lancieren, PAP, irgendwann zu definieren, mit der Gemeinde oder der Stadt Esch Kooperationen zu sichern auf verschiedenen Niveaus. Notamment geht es doch nach der Karte Ölzücht, wie die soll heißen. Da werden wir eine Reihe von Gesprächen an Reunionen, wo wir an den nächsten Gemeinderatssitzungen nach Sicherheit werden darauf zurückkommen. Mit dem, was ich los kann, so und an den Datum könnt ihr euch abschreiben. Der 27. Juni. Also ein kleiner Akt, eine kleine Rezeption festgehalten am Kader von dem, was ich gesagt habe, in Partizipation Citoyenne. Und das Ganze wird von der Gemeinde Schöffling organisiert, und zwar am Pumpelhaus. Wir wissen zwar, dass die Gemeinde Esch 90% vom Territoir zu bewältigen hat, mit der Gemeinde Esch hat die Gemeinde Schöffling überlos eine erste Rezeption, wo wir das lancieren, ganz überlos. Voilà, dann hat er an ihrer Informationsmap zwei Remerciementsbriefe, einerseits von Enfants Handicapés, Aide aux Enfants Handicapés, respektive von der Fondation von den Autisten, wo wir als Gemeinderat eine Reihe von Dons gemietet haben. Voilà, das wäre zu den Informationen und Korrespondenz. Gehen wir dazu noch Ergänzungen? In der Feuerreise. Ja, ich denke, Frau Busball, das Mikro immer bei uns drin, oder kann man versuchen, schätzen?
Das war wohl nicht mehr froh, mir egal. Du hast an deiner Introduktion gesagt, dass Preishossen an Hayando, das war ja nur eine ganze Reihe zu Missionen, wo die Schöfflinger gemein partizipiert, notamment beim für den innerjährigen Park ging. Ich meine, Haus Kassen war auch schon dran, was ich nicht irre. Haus Kass. Haus Kass. Oder Haus Akassen. Entweder Haus Kass oder Haus Akassen. Es war die USA, was ich meine. Ja. Kindzeit ist vielleicht am nächsten Gemeinde, wo dann kann darüber informieren, wie die Submissionen ausgegangen sind, wie viel ob wir unter dem Preis sind oder vielleicht über dem Preis sind. Das war ironisch. Oder es war, du gibst die Informationen über den L, mit den Kindern schon einfach gewohnt gehen, wie das die Submissionen rauskommen. Wenn das der Fall, wenn das hoch ist, dass der Fall, sobald man die Auswertungen gemäht haben, die sind in der Weg gemacht sind, dann wird man selbstverständlich die Gemengerot und Bild setzen, wie man da drin sind. Also, ich weiß schon, dass die Missionen ganz kompliziert sind und dass sie nicht ändert im Preis sind. Oh. War gestern auch Thema beim zu Monnerisch. Ja, wo ich meine Albuschermeister, den habe ich von Matobei, Albuschermeister sich da, ja, sich bewusst, dass wir können nicht alles nicht machen. Das ist meine drei Sachen, die wir müssen machen. Wir müssen aber die Submissionen effektiv auch gucken. Ich meine aber die von dem Parkhaus, die sind nach einer reasonablen Grenzen. Ja, das aber, also die gehen aber nur analysiert von den Büros, die du zuständig sind. Aber dann können wir natürlich ein Resultat durch, da können wir dann darüber diskutieren, ob das raisonnabel voilà. Dann aufgeht. Okay. Sonst noch. Dann kommen wir zum Punkt 2, der das die Approbation von der Prozessverbalen aus der Reunion vom 22. April. Ich meine, das sind der 2, oder? Ja. Ich habe ja näher zwei Sitzungen. Oder der fleißig zu schreiben, nicht auf den Deckel, mir auch an den Rand. Ich will übrigens den Herrn Spraus excusieren, den aber heute mit eine Obligation hat, die auch mal am Zusammenhang ist mit dem Krieg an der Ukraine. Ich meine, gestern war in der Chambre zugeschaltet, Zelensky an heute mit einem Schlussrendezvous mit der Außenminister aus der Ukraine. Voilà. Ja, gehen wir dazu froh zu den. Approbation von Prozessverbalen ist nicht der Fall. Da können wir das dann schreiben. Da kommen wir bei dem Punkt 3, der das die Organisation de l'enseignement fondamental pour l'année 2022-2023. Das hat involviert sowohl die Organisation scolaire tout court, also das, was an der Schule geschieht, wie auch die Reaffektation von Enseignants, respektive den Plan d'encadrement périscolaire. Das sind aber drei verschiedene Worte. Der hat an ihrem Dokument da rumfand, die sogenannte Circulaire de Printemps, wo die Vorgaben sind, wie wir das Ganze müssen abschaffen. Der hat an ihrem Dossier auch fand, den Rapport von der Schulkommission, wo unser Sekretär schon eine Reihe von Explikationen gegeben hat, wie das mit der Schulorganisation wie die Obstschule war. Ich meine, das etwas Traditionelles sollte man machen. Am Dokument von der Schulkommission könnt ihr feststellen, dass wir vom Ministerium Kontingent von 2094 Stunden für die drei Schulen akkordiert gekriegt haben. Das sind da 82 Männer. Wie das letzte Jahr der Grund dafür ist, dass das Ministerium auf einer Schülerzahl von 1740 Kanner gerechnet hat. Dabei muss ich aber wissen, dass keine Zahl auf den Tag, dass die permanent variiert. Und dass keine Zahl zum Beispiel auf den Tag gestern, wo ich schon damit Informationen gekriegt habe, bei 1065 schlug, ein Wort für drunter war also bei 1072. Also du hast ein bisschen ein Va-et-Vient, wo ich nie weiß, aber das ist schon ein paar Rapport zu den Kontingenzzahlen, die wir noch haben, sind das schon ein, also schon quasi ein Klasse, oder also eineinhalb Klasse weiter. Der Mond für die drei AK-Posten an Elisefond-Posten für die Großklassen aus dem Service scolaire auch gemacht gehen. Davon sind da zwei AK-Posten an Elisefond akkordiert gehen. Den dritten AK-Posten, als man einen positiven AV vom Schuldirektor angefragt gehen. Hier steht allerdings die Antwort, die aber anscheinend positiv wird ausfallen, vom Ministerium offiziell aus. Die Anzahl von der Klasse bleibt bis auf eine Ausnahme dieselbe. An der Albert Wingert Schule kennt eine Klasse um Zickel 4 bei. Dokument, was der Führerin hat, weist aus, dass wir am Zickel 3-2 an der Lidi-Schmidt-Schule, an am Zickel 2-2 an der Nelly-Stein-Schule, in Heisch, Moyen,
Die Kannerzölen haben den Grund für die Zölen sind eine Reihe von Relogementen von Kanner, die betroffen Kanner, sollen aber dafür mit mehr Stunden Appui versorgt gehen und belehrt gehen. Es muss ich noch sagen, dass genug Kontingentstunden durchgewischt wären für eine neue Klasse an der Lili Schmidt, Schule abholen zu lassen. Wir stimmen hier nach ihrem Problem von den Räumlichkeiten auch nicht genug Schulraum zu. Im Vergleich in den Jahren 2022, 2023, dann stellt ihr fest, dass an der Albert-Wingert-Schule in Zirkel 1 an den Zirkel 4 für den niedrigen Effektiver an den Jahrgängen wird angehen. Sonst bleibt aber alles wie gewinnt, wie zum Beispiel das Centre d'Apprentissage, die noch immer mit Stunden gefiedert wird. In der Lili-Schmidt-Schule also ist es eine Änderung, und zwar geht eine Klasse am Zirkel 1, da geht eine Klasse an, weil für nächstes Jahr nicht viele Kanner vorkommen, die am nächsten Jahr präskulär aufhängen. Eine weitere Herausforderung ist natürlich die Tatsache, dass Lili-Schmidt-Schule während zubauerbischen Vergrößerungen für eine Reihe von Mainz an temporären Strukturen in der Burgstadt. Ich will schnell erwähnen, dass C1 und C4-Klassen an einer Struktur, die los schon steht, ob Hudlen wird gehen, an der C2 und C3-Klassen an einer Struktur wird gehen, die an der Albert-Wingert-Schule abgebaut wird, für alles wird der Albert-Wingert-Schule dann neue Möglichkeiten oder andere Möglichkeiten zu geben. Für das Schulkomitee war es dem noch wichtig, die Stunden so abzudehnen, dass die Enseignants, also auch betrifft, dass die Lili-Schmidt-Schule, dass die Enseignants, die in den Pur-Klassen intervenieren, nicht müssen zwischen Hudlen und Albert-Wingert-Schule müssen pendeln. Also dafür sind all die Responsablen, die das gestionieren, eine große Merci. An der Nelly-Stein-Schule bleibt eigentlich alles beim Allen, außer dass eben die Präkurs für die Jahre 2023 zugeht. Jetzt sind das Jahr just 96 Kanner, die ja froh kommen, wobei die Leute, die keine Anschreibungen herangereicht haben, alle gut vom Service-Kollegen kontaktiert gesehen. Hier hat sich herausgestellt, dass Leute teilweise fortplündern und zum anderen Teil auf Kirchen aber zurückgreifen oder auf Nunuen und dafür kein Interesse vom Präkurs aus. Das hat sich immer aber auch kann changieren. Nächstes Jahr kann es dann ganz ähnlich ausgesehen. Hier kommen nämlich Stand für die Präkurs nicht 96, mit 133 Kanner erfroh. Das Propositionen von der Schulkommission, von der Schulkommission und noch vom Schuldirektor positiv avisiert. Ich muss aber sagen, dass wir hier viel einhören, dass das provisoire ist, an der Richtung definitiv Schulorganisation, wie das in den letzten Jahren immer der Fall war, kriegt am Oktober 2022 da finalisiert wird gehen, wo wir dann noch die definitiv Horären haben, wo wir dann noch die sogenannte Surveillance planen und noch die definitiv Klassewahl wird. Wird viel ein. Auch die, voilà. Das ist soweit zu der Schulorganisation. Ich meine, das Dokument, was da relevant ist, sind dann die Dokumente, die haben im Rapport von der Schulkommission leihen, die auch vom Schuldirektor in der Zeichnung gesehen und immer den als Avis favorabel festgehalten gesehen. Das betrifft einerseits Nelly Steinschul, andererseits dann der Bewingertschul, wie gesagt, an einem dritten Platz Lili Schmidtschul. Soweit zur Schulorganisation nicht. Gehen nicht dazu freuen. Das ist nicht der Fall, da könnte man über die provisorische Schulorganisation aufstimmen. Da kommen wir auf Wort und geht um mit dem Herrn Agovic. Riso. Herr Agovic? Ja. Gott, die Walli? Ja. Herr Kurtler? Ja. Herr Feuerhäusel? Ja. Herr Fiorelli? Ja. Herr Kalmer? Ja. Herr Kiel? Ja. Herr Marki für Madame Kuhn? Ja. Herr Lecui? Ja. Herr Marki? Ja. Herr Nocun? Ja. Herr Schütz? Ja. Madame Solania? Ja. Madame Solania für Herr Spautz? Ja. Herr Weimerskirch? Ja. Innanin? So, und ich merke Sie, den zweiten Volley konzerniert die Affektation von Enseignern. Da hatten wir eine Reihe von Posten müssen ausschreiben. Ich weiß nicht, wen ist der Nächste? Der nächste Posten konzerniert den sogenannten Lusophon, also Posten von 100%. Da haben wir die Kandidatin, die schon das jahrelang bei uns möchte, Madame Gomez, als ich auf der Liste stehen und eine zweite Madame, eine Madame Ramos Lopez Annalisa, die sich gemeldet haben, wieder darum, für die Lusophon-Posten zu besetzen.
Wie gesagt, Madame Gomez, mit der sind wir ganz zufrieden gewesen. Ich würde aber möglich gehen, eine Abstention auszusprechen oder kein Kandidat zu wählen. Sie sind ja ganz zufrieden. Ja, während dem Wort das kann ich vielleicht noch ein zwei Wochen zu, und wir auch nächstes Jahr an dem sind Changement an der Schulorganisation, dass wir an den Elli-Stein schon ein Alphabetisierungspilotprojekt laufen nun mit auf Französisch. Das lief ganz gut in Zisch. Du werden 16 Kanner werden auf Deutsch alphabetisiert gehen, auf 14 Kanner von denen 30 Menschen, die werden auf Französisch alphabetisiert gehen. Und hier haben wir auch noch ein Kontingent von 8 Stunden, Hochkontingent sozusagen, akkordiert gekriegt, für ein Eid aus der École Internationale von Döferding können wir ans Spiel zu bringen. Organisation de l'organisation scolaire fondamentale, 4 Jahre 32, Réaffectation des enseignants pour le cycle 1P, 100%. Gomez, Gonçalves, Rodriguez, Andrea, Noemi. 1. Gomez. 2. Madame Gomez. 3. Madame Gomez. 4. Madame Gomez. 5. Madame Gomez. 6. Madame Gomez. 7. Madame Gomez. 8. Madame Gomez. 9. Madame Gomez. 10. Madame Gomez, Madame Gomez, Madame Gomez. 13 Uhr. Du dann hast Madame Gomez, Gonçalves, Rodriguez, Andrea, Noemi, ein weiter Tür dabei alles wahrscheinlich zuständig für die Lusophon. So, dann haben wir 300% Posten am Indeterminé sozusagen am Zyklus 2 bis 4. Obstuhlen, also die Leute wählen sich nicht in den Klasse, mit Leute wählen sich Posten, die frei sind. Wir haben eine gewisse Reihenfolge, für die wir aufstimmen, den als Echten, den als dann noch an der Anciennität, zuletzt dann führen all denen anderen, die noch an den drunter werden kommen. Wir hatten für die Posten Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Kandidaten. Wir kommen dann nur zum ersten Posten und da werden wir zwei neue kriegen. Das kann ich ja keine Proposition machen. Also, du gehst die Lumen leer, und den Rest machen wir dann. Also, wir haben noch gut. Die Eich auf der Liste, Madame Jacova Romina, haben wir vier gesehen für eine andere Posten. Mandy, du wird Mandy den Daumen drauf holen, das ist immer wichtig zu wissen. Herr Courtois.
So. Dann für die Reaffektation von einem Postenamtzickel sind 2 bis 4 auf 100%. L'Alexandre. 1. L'Alexandre. 2. L'Alexandre. 3. L'Alexandre. 4. L'Alexandre. 5. L'Alexandre. 6. L'Alexandre. 7. L'Alexandre. 8. L'Alexandre. 9. L'Alexandre. 10. L'Alexandre. 11. L'Alexandre. 12. L'Alexandre. 13. Dann heiß ich mal dann auch mit dem L'Alexandre, wenn ich dann so könnt, willkommen. Und wir geben dann ein bisschen mehr Kruzial gehen bei dem dritten Wort. Bei dem zweiten Wort. Ja, ja, die raus. Aus. Wie gesagt, Madame Jacob, Romina, Roman zu Jeanne, das wollen wir die rekrutieren. Müller nicht schenkt, als appropriiert zu sich für der 30 Uhr. Die Chance kriegt er auch noch. Voilà, den zweiten Posten, der Cruz Mendes Melanie. Der Cruz, 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 Mendes, also herzlich willkommen, wenn ihr dann soweit könnt. Und dann hätten wir noch einen dritten Posten zu definieren. Dadurch muss man ja auch einen neuen Mann bei uns ausstellen und einen neuen Frau. Die nächsten Posten, die zu wählen sind, sind 2 Surnumerären und da haben wir auch 2 bewährte Kräfte. Madame Jakova und Madame Sarcevic, die auf der Lösch, die schon neu bei uns am Sissi war. Das ist
13 Leute Prison. 13 Wurten an der Ohren. Chef Jessica. Chef Jessica. Madame Jessica. Chef. Madame 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 Chef. Voilà. Da kommen wir zu den Syrien im Restposten. Das sind ja auch 100%. Die Post hören im Reich Jacova Romina. 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 Und da kommen wir zum letzten Wort. Also Madame Jacobi war schon an unserem System und Madame Sachtjewitsch, die war auch an unserem System. Fio, du gesagt mit aus. Was kannst du denn da drüber? Was kannst du denn da drüber? Das Das soll man fliegen, vielleicht. Der Liquid, der muss immer mal kontrollieren, aber das schreibt viel lesen, das weißt du ja. Voilà, hier haben wir die zweite Reaffektation. Tja, wo die noch geht. Ja, schreibt es dir. Also, sagte wie zu Siepe, sagte wie zu Siepe, sagte wie zu Siepe, sagte wie zu Siepe. Sagte wie zu Siepa, ich weiß nicht, ob das richtig ausgeschrieben hat. Sagte wie zu Siepa. 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 Sagte wie zu Siepa.
Zwölf. An den ungültigen. Zwölf Nummer und Sachgewicht. Also, Umrich, merci für die Worte. Da kommen wir zum letzten Punkt von der Schulorganisation. Auch ein Element, was nicht mehr provisorisch ist, das ist der sogenannte Plan d'Encadrement périscolaire, den, wie gesagt, doch nicht mehr provisorisch ist, weil da eine Reihe von Ajustementen werden am Laufe von der Zeit noch kommen. Das wird halt groß changiert, dass man eben noch ein Pedibus an den Busplan am PEP-Plan für die drei Schulen werden abgestellt, wo wir den Busplan hauptsächlich, also kann er aus der Lady-Schmidt-Schule werden betreffen. Das liest er alles an dem sogenannten Plan Pedibus dran. Das heißt, das Dokument, was offiziell festgehalten wird, wo man muss daran arbeiten, das sind die sogenannten periskolären Aktivitäten, das okay, das periskoläre Aktivitäten, das sind die Böschzwergen, das Maison Relais, das die Aktivitäten von Musik à l'école, das sind die Aktivitäten von der Lazette und so weiter. Und das gilt, dass das die Zeit, wo die Schule aufhängt, da ist auch wahrscheinlich aufgefallen, dass man per rapport zu der Nelly Steiner bei Wingertschule an der Lady Schmidt Schule unterschiedlich Aufhangsstunden haben oder Auren haben, Auerzeiten haben und da man dann auch die Schule mehr lang laufen lassen, das aus organisatorischen Gründen, man muss einerseits auch durch, dann noch aus organisatorischen Gründen vis-à-vis von den Älteren. Also durchgehen. Dann hast du eine Reihe von Schwammkuren und Turnen, die man die auf der Schule muss zurückgreifen, noch da das am Heimat festgehalten. Aber sonst sind es noch keine wesentlichen Änderungen par rapport zu dem Programm für die Runde. Das sind Einzelvereine, die mich schon beschwert haben, die auch am Kader vom Plan Akademie Periskoläre Aktivitäten wollen machen. Notamment auch der Schachclub schon hingesucht, sie müssen ein Projekt anreichen. Und dann muss ich gucken, ob das am Kader vom Plan Akademie Periskoläre oder von ihren eigenen Aktivitäten kann stattfinden, so wie eben die LASEP oder Musik à l'école oder Art à l'école können sicher auch ein Projekt Échec à l'école aufhören. Klingt ein bisschen komisch. Ja. Wie, voilà. Gehen nicht dazu Fragen oder Ergänzungen? Das ist nicht der Fall, da gebe ich proposieren. Und was für den Plan d'Encadrement périscolaire, den auch am Oktober ich die finale Version wird präsentieren können. Ciao, du bist. Ja. Dann kann die Valle. Ja. Herr Kuspar. Ja. Herr Feuerhäusern. Ja. Herr Furali. Ja. Herr Kolmos. Ja. Herr Kiel. Ja. Herr Marc, immer noch cool. Ja. Herr Lecui. Ja. Herr Marquis. Ja. Herr Lodin. Ja. Herr Schütz. Ja. Herr Solania. Ja. Herr Solania für den Spaut. Ja. Herr Weimar-Kirsch. Ja. Unanim. Ja, ich wollte noch eine Menge Rudor und Kura halten, als ich schuld, dass die Bildungslandschaft das lebt. Ich meine nur dem Grundstehen, die gelöst sind, dass bei der Albert-Wingert-Schule geht es nur an Richtung Richtfest, wobei man aber da dann einen kleinen Kreis wird in aufhalten, für den Gemengerat an der Leitung der Schulkommission die Möglichkeit zu gehen, die Lokalitäten, diese Schlüssel löst, finalisieren, für das da können zu sehen. Die Baugenehmigungsprozedur für die Lady-Schmidt-Schule, die lebt, die war ausgehängt, das ist keine Reklamation, du weiter rankommen. An die neue Schule puddeln, du könnt du die Gruppe de Travail demnächst zusammen, für auch du nach neuen Nähl oder zusätzlich Nähl mit Cap zu machen. Und dann werden wir auch irgendwann ein Kehr etwas präsentieren, ob eine Feasibilität von Änderungen an der Nelly Steinschule möglich ist oder nicht, was ich denke, präsentiert. Da will ich davon gelesen, doch profitieren, für die Sohn, dass wir ein Projekt von der besten Smillen auch die News haben, dass das sich lösen wird, in eine gute Richtung konkretisieren und dass ich doch demnächst kann mehr dazu kassieren. Voilà, dann wären wir da beim Punkt 4, das ist die Approbation von dem Contrat de Bail. Also Contrat de Bail, den aber ich das in Wirkung hat, wenn man effektiv mal auch den Akt vom Notär unterschrieben hat, und zwar konzerniert das die Contrat de Location, wo momentan das Pastorische Haus von unserem Office Social occupiert wird, das soll ja an den Tent vom Kirchenfonds fallen.
an mir werden ja dafür gewissen Terrain an Disposition kriegen und heuer dann den Contrat de Location, den da spielt, prenant court le jour de la date d'entrée en propriété, also wir sind ja immer der Proprietär, und nicht der Kirchenfonds, mit das zu den selben Konditionen wie wir, die Lohn noch viel zu sagen, mit 2700 Euro verlangt und alles festgehalten gehen für die Contrat de Location so fest. Das Chefrot hat das unterschrieben, hat das im Gemeinderat, das dann noch zu validieren. Gehen nicht dazu froh, wir machen keine Beihreisen. Ja, aber ich meine, der Präsidentische Dolo bestimmt kein Geheimnis, und ich tue, dass wir es werden, du konsequent dagegen stimmen. Ich meine, heute seid ihr der beste Beweis, dass es der Fehler war, das Haus hier fortzugehen, weil wir eh ein bisschen dafür haben. Ich meine, das, was wir an einem Platz kriegen, das hätten wir hätten den Akt nicht bereicht zu machen. Den Buschmisch hat gesagt, den Akt oder den Mietvertrag, der findet ich statt, wenn dann noch den Akt mal unterschrieben ist. Wir hoffen, dass den Akt dann regen unterschrieben wird, wenn den Office Sozial seine neue Räumlichkeiten in der Beschlag kann holen an der Kirchstraße, weil es für uns wirklich absolut nicht richtig war, das Haus zu verkaufen. Hier ist der Beweis, dass man die Räumlichkeiten brauchen, logisch mal nach Duina, aber bezahlen ein Loyer für ein Haus, das es gehört hat, wo es absolut kein Grund gab, das Loh zu verkaufen. Da hat die Kinder, ich kann mich erinnern, die uns an der Sitzung, wo ich die Remarke schon gemacht habe, dass der Bürgermeister mal gern hat, dass wir Verhandlungssache, ob ihn wirklich wart, bis das Haus vom neuen Office Sozial fertig ist. Ich stelle fest, dass das dann eben nicht gut geheischt ging das, also wir fanden es wirklich definitiv falsch, hier Mietvertrag zu stimmen für ein Gebäude, was uns geheiert hat, was kein Grund gab, für das zu verkaufen. Noch eine Remarke, noch Fragen? Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass den Akt hier ein Echange von Terrain bedeutet, die wir unbedingt auch als wollten zulegen. Das hat ja nicht auf etwas basiert, wenn man nur etwas an einer Hand gehen, wie das man dafür natürlich auch etwas Zusätzliches werden kriegen, was man natürlich auch können gebrauchen. Okay, dann willst du doch, also wir haben einen Trittwerk gekriegt, wir haben einen Terrain, Hanna der Ligi Schmidt schon gekriegt, wo man, was dann in der Natur so einen Wert legt, wo man können just dann Fleischparkplätze machen für das Showpersonal, also das geht kein Grund, mängelisch wir müssen das Haus los verkaufen, wo noch viel sozial nach immer mindestens, steht auch halt dran, 2 Jahre an den Räumlichkeiten aus. Dann hat in den Akt, da hat er noch Kinder einfach vielleicht dann gespielt, aber nicht der Meinung ist, dass er unbedingt muss den Office, das Haus vom Haus kaufen. Das hat er noch unabhängig davon, mängelisch vielleicht ein Terrain vom Kirchenfonds Kindern so kaufen, ohne müssen dadurch das Haus ob da Knub zu verkaufen. Gut. Auch das war Bestandteil von den Verhandlungen. Und, ja, wenn ihr etwas hat, was ihr meint, was ihr braucht, auch wirklich auch darauf aushält, für das Willen zu kriegen, für das du nicht irgendetwas anderes, das darauf geschieht, als den Deal eben so aufgeschlossen ging. Ja. Gehen nicht dazu nach, Frau, oder mach gerne. Das ist nicht der Fall, dann noch was? Ja, wie geht? Nein. Oder Kathi Walli? Ja. Herr Kupfer? Nein. Herr Feuereisen? Nein. Herr Fiorelli? Nein. Herr Kalmes? Ja. Herr Kiel? Nein. Herr Marke, findet man dann cool? Ja. Herr Lecui? Ja. Herr Marti? Ja. Herr Notum? Nein. Herr Schiss? Ja. Ich muss drehen. Madame Solania? Ja. Madame Solania findet Herr Spaut? Ja. Herr Weimerskirch? Ja. Ninja 6-0. Merci für die Worte. Wir kommen zum nächsten Punkt. Das ist die Approbation von der Konvention. Ich gebe mir Herr Kalmes gut, Mengenisch. Ja, merci für die Worte. An der Konvention geht es darum, dass wir hier in der Parking demnächst auf Heckenbad bauen, durch die Kirchenstraße und Avenue de la Libération. Du musst natürlich, die Baudruck muss natürlich plädiert, geht aufgestellt, geht und geht ab Jürgen aménagiert, an dem muss der Handel eigentlich verankert gehen.
Heuer dieser Konvention geht es darum, für die Familie Gastauer, die auf 31 Rüden liegt, wird für die Angreifung in ihren Terrain zu setzen. Das ist aber so, die Angreifung bin dann dort angeboten. Wenn der Chantier fertig ist, dann gehen die Angreifung eigentlich entspannt, lastgemacht. Und dann bleiben sie am Boden bleiben, die spielen dann aber auch kein Rolle mehr. Die Familie Gastauer hast du mal nachverstanden und die Fläche kein Suchen an dieser Konvention. Kann ich dir zu Remarke fragen? Das ist nicht der Fall, dann noch Wort. Herr Gewitsch? Ja. Dann hat die Walli? Ja. Herr Kuchtwa? Ja. Herr Feuerhäuser? Ja. Herr Pirelli? Ja. Herr Kalmes? Ja. Herr Kiel? Ja. Herr Marti, sieht man am Kuhn? Ja. Herr Lequi? Ja. Herr Marti? Ja. Herr Notum? Ja. Herr Schütz? Ja. Herr Solania? Ja. Herr Solania, für den Herr Spaut? Ja. Herr Weimerskirch? Ja. Unanim. Ja, dann bleibt es zuerst bei Herrn Kalmes und zwar für... Kompromissgewand. Ja. Da geht es um den Terrain, den zu kurz leitet, aus einer Gemeinde Beppeln. Die Gemeinde Matt-Evenas, und zwar die Erbschaft von Herrn Nicolas Bordevin. Wir haben die Erbschaft hier am Gemeinderat den 24. September letztes Jahr akzeptiert. Und wir sind mit 5% an der Erbschaft mit beteiligt. Der Terrain wird verkauft für 57.000 Euro. Und wir haben dann die Benefizien von 2.850 Euro. Geht dazu frohe Remarken. Ich soll wissen nach dabei fügen, dass wir heute schon einen anderen Akt unterschrieben hatten. Für ein Haus. Kompromisse waren für ein Haus. Leider haben die Leute, die das Haus wollten kaufen, das nicht konnten kriegen, sodass wir da aber werden ein weiterer zurückkommen. Ja, ja. Wenn keine Frage sind, dann noch Wort für den heutigen Akt. Herr Agovic? Ja. Madame Katzenwald? Ja. Herr Courtois? Ja. Herr Fiorelli? Ja. Herr Kalmes? Ja. Herr Kiel? Ja. Herr Marti, für Madame Kuhn? Ja. Herr Lequi? Ja. Herr Marti? Ja. Herr Notum? Herr Schütz? Ja. Madame Solania? Ja. Madame Solania, für Herr Spaus? Ja. Herr Weimerskirch? Ja. Unanim. Voilà, da sind wir beim Punkt 7, das Prozedur d'Aménagement concernant de PAP Nouveau Quartier École Provisoire auf der Fleischen. Ich bin dem Herrn Kalmes gut. Ja, merci. Voilà, hier geht es um den PAP für die provisorische Schule für Flüchtlingskammer. Das ist ja ein Bau, den, oder ein Projekt, den noch am letzten Gemeinderat auch schon ein Jahr vorgestellt hat. Es geht auch nicht auf das an, was immer schon gesagt wurde. Es geht auch ein Container, bauweise soll gebaut gehen. Denn das hier ist an einem PAP-Prozedurgang, der ist aufgeschlossen gehen. Es gibt auch keine Reklamationen am Kader von der Prozedur. Auch der Interieur hat keine Marken dazu zu machen. An der Stadtentwicklungskommission war denn, der Projekt oder war der PAP auch dran. Du hast als Remarke gemacht, ich meine, die steht doch eine Remarke, die auch an der, im Rapport justifikativ steht, dass sie soll gucken, wie von dem Terrain aus, dem Areal aus, in Fußweg zu kriegen, den dann zu dem Hütteln reliiert, weil das aber eine richtig große Aufkürzung ist für Kanner oder Leute, Personal, die zum Beispiel von der Gärgifu kommen. Das gibt ein bisschen mehr Kürzwert. Wir müssen aber sagen, dass du privat Terrain nach Madame Spillers, dass das aber ich sage, die müssen gucken gehen. Das auch. Auch an der Stadtentwicklungskommission steht auch im Rapport justifikativ, dass der Achse Karossable von der derzeitigen Straße ist, dass das nicht ganz, ganz einfach ist, für man einfach so zu sagen, dass das muss wahrscheinlich ein bisschen angepasst gehen.
wird da auch kein Problem. Das ist mir klar, also auch, dass das ein Sache ist für die Kompetenz, auch bei den Paul-Chaussee-Leihen, dass das auch mit Paul-Chaussee muss gucken, für da die genaue Trasse von dem Achse zu definieren. Ich meine, die Teile dafür da müssen, kommen dann auch an den Plan, für hier ein Baugenehmigung. Parzellen, wo der Totel drauf geplant ist, die haben eine Größe von 63,17 R. Sie gehören ganz der Gemeinde, das ist alles eine Gemeinde, das ist kein Privaten mit am Spiel. An PAG-mäßig leihen sie an einem so ein Debattement ein Equipement publik. Es sind 16 Parkplätze vorgesehen, dafür muss ein PR mehr sein. Das ist auch Espace, steht dran, muss auch hier gesehen werden, für Velos und für Velos Parking, für man sozusagen. Ich meine, das Areal ist groß genug und es wird auch kein Problem sein, für das hier nur dahin zu kriegen. Ja, Drehwasser geht an den Kanal von der Rue de Nordsange angeschlossen. Das Drehwasser lief dann eigentlich an den Autobahn durch, Eisenbahn durch an Tölzig. Für das Schmutzwasser als ein ZDF hier gesehen, der 20 bis 30 Meter Kub soll hören, und die dann regelmäßig muss Eil gemacht werden. Das also weil einfach relativ Tiefpunkt ist, an einer, ich meine dann eine Klammer auf, an einer späteren Phase, also hier gesehen, für da eine Pumpelstation zu bauen, die auch dann die ganze Schmutzwasser von den bestehenden Häusern soll auch an den richtigen Kanal zufeiern, für dass sie dann auch können an Kläranlage gehen. Im Moment tun die Häuser entweder ZDN oder Mikrokläranlage, Klammer zu. Dimensionen von der neuen Struktur, die sind maximal 45 mal 20 Meter und höchst als soll 8,75 Meter sind maximal, das sollte gehen, maximum zwei Stück, ein Containerbau, Containerbauweis. Am Großen hast du, wenn du in den Plan guckst, den Schulhof durchgestellt, den darf, saliert gehen, für mal eins, was so zu sagen. Am Gehlen hast du den Gehlen mit den roten Schraffur, hast du den Achse, wo auch dann sollen noch Parkplätze hinkommen. Denn am Gring, das könnte eigentlich sein, dass das ein Espace wäre, an dem dürfen aber auch nach, ich weiß nicht, kleine Fußwehr oder Spielplätze aménagiert gehen. Weil voilà, ich meine, das wäre, was ich nur mal dazu zu erklären. Ich kann dazu froh, aber noch gar nicht. Ja, Rich. Wenn kommen kann, bis an die Schule kommen sie mal. Auto zu Fuß, mein Bus. Und wenn sie mit dem Bus kommen, wie funktioniert das? Fährt der Bus an den Schulhof ran, fährt zu drehen oder wo gehen kann er rausgelöst? Wir sind noch bei einer Hauptstraße, an der Pont. Die Achse ist gesagt, gehen, ist schon kompliziert, weil das da ein Teil aus Visibilität als auch nicht gibt. Wir hatten an der Kommission noch Propositionen gemacht, für den Achse noch längst zu verreckeln, wo er noch ist, weil du hast mehr Platz, du hast schon einen bestehenden Achse, du hast mehr flach. Also, es sieht mehr realistisch aus, wie du, wo er noch geplant ist. Ja. Für einen, wenn ich bedenke, dass wann kann er sollte man Bus, der ihn gefordert gehen, an auch aufgerollt gehen, dann muss auch dann eine Busserie aménagiert gehen. Und dann noch eine Remark zum Weh, den nicht nur eine Aufkürzung aus, wenn ein Gift gemäht geht mit der City und Pudeln, mit der Sache gesicherten Fußgänger wie Avelos, was hier eine ganz wichtige Rolle spielt, wenn wir wissen, dass an der Straße da sind Autos, die stehen um den Trottoir. Sind sie geparkt, natürlich, da ist auch Visibilität reduziert. Und was das Bedürfnis für den Weg, den als Aufkürzung an, als sichere Weg,
von Gejat noch mehr betont. Ich gebe da probieren, darüber zu antworten. Den, mit den Informationen, die wir im Moment haben, also so, dass keiner entweder mit Zug soll kommen oder wann, dann soll nicht echt der Minibus sein, das soll nicht mit den Assistent, mit den Informationen, die wir haben, nicht mit zu rechnen, dass du große Linienbusse soll kommen mit keiner. Das ist aber so, und ich meine, am Rapport justifikativ war auch eine Grafik dran, wo ich gesagt, dass ich auch von der Türkisch Busse, dass du das gesagt hast, auch von der Totenbusse guckt, das Geld stehst in der Grot und an effektiv können, als dort Möglichkeit einfach dort zu drehen. He. Ich meine, Parkplätze sind echt auch gedürft für das Lehrpersonal an nicht gedürft für, dass dort Eltern mit den Kindern am Auto kommen. Ich meine, muss ich mir bedenken, geht um Refugien, das ist Refugien Kanada, aus vielen Südgemengen können kommen. Das muss ja dann noch die internationale Schule, die sich ja dort in die Schulorganisation mehr im Detail bekommen, guckt, wie kann er hinkommen, muss ich auch dummer den, hier nur am definitiven auseinandersetzen. Was den Aktien als effektiv für den in der längsten Mann, das wird sicherlich auch an einer echter Fass so schon lange so müssen sein, weil auch auf der Rätsel seid, also aktuell Hacken an Mischmengen, die wird für am 1. Oktober kein Wäschmann. Und für mal so zu sagen, sodass das aber auch Verhandlungssache als Orlo Mathe Point Chaussee, wo da genau den definitiven Achse hicken. Das ist froh, die ich verstehe, wenn man schon den provisorischen Achse längs muss benutzen, den lo existiert. Was man als Leben so schwer machen, nebendrin einen zweiten, den super kompliziert ist für die Menschen. Das wird man bestimmt nicht machen, als Leben unnötig kompliziert werden. Ich hoffe doch nicht, dass die Chance als das oktroyiert. Am PHP haben wir das so viel gesehen. Ja, PHP hat so viel gesehen, das stimmt, das verhindert aber eigentlich nicht, dass es auch nach Licht kein Ernstes sind. Auf jeden Fall wird die Achse nicht auf der Rätselseite von dem Gebäude, sondern auf der linken Seite. Der technische Detail, ich meine, ich hoffe, der erlebt, dass wir den klären. Es muss ja auch so sein, dass wir hier ein länger, sagen wir mal, wenn wir ja wollen, dass das dort dann einfach schnell vorgeht, an einer gewissen Drucksituation sind. Und ich meine, hier geht es um Details, und dass ich nicht alle Details von Anfang an direkt weiß. Wir sind noch an einer Situation von PHP. Das sind Details, die aber man einen Projektplan muss von Anfang an kennen. Ja. Und das riskiert, dass das Projekt nicht geht. Menge, ne? Und wir haben darüber raus, haben wir das schon an der Kommissionssitzung auch schon diskutiert. Ja, und das so, ich meine, auch was die W betrifft, das ist alles richtig, was du gesagt hast. Du hast dich verredet, wie du gemacht. Wir müssen gucken, dass wir das einfach hinkriegen, ja. So schnell wie möglich. War möglich. Das unmöglich. Aber. Also ich denke, dem Herrn Rizoagovic sind Remarken, die sind pertinent. Ja, muss ich auch wissen, dass wir heute PHP aufstimmen, wo wir einen permanenten Kontakt mit den Leuten sind, die aus Sicht von der Schulstruktur werden profitieren. Die sollten ja momentan auch schon an dem Provisoir auf den Hüdlen in der sind. Die Entwicklung um Niveau aus, von den Flüchtlingen ist natürlich ganz schwer aufzusehen. Er hat gestern nach Gespräch mit den Leuten, dass man die Probabilität ist mehr groß, dass man demnächst als Schule auf den Hütteln, die schon steht, besät tun, wie nicht besät tun. Und dass man eigentlich konfirmiert durchgehen, dass das tun eine absolute Notwendigkeit ist, für das zu machen. Und die Responsable von der internationalen Schule von Deiferding sehen, die man in diesem Gespräch. Also so kann ich die Menge danach informieren, dass man für das Tod zu realisieren nicht nur als eigene Liquiditäten muss, sondern dass du Finanzierungsmodus gesicht wird oder bald um Tisch legt, sodass wir keine Suche in unserem Case müssen auf den Tisch legen, für die Infrastruktur zu bezahlen. Das ist nicht, wie wenn man
nur einfach etwas dahinsetzen und dann können die Leute, die davon profitieren, da gucken sie das hin. Es gibt mit Remarke von mir, Herr Ergovic, die sind natürlich, ja, die stellen sich natürlich. Gehen nicht nach, frohe Remarke. Was ist denn zu ergänzen? Aber ich will von dieser Platte all den Leuten merci sagen, die du für gesucht hast, dass das relativ zügig und schnell über die Bühne gegangen ist. Das war ja bis gestern noch so, oder bis, ja, bis gestern noch so, dass hätte keine Reklamationen rauskommen. Das ist aber nicht der Fall gewesen, sodass man den Text und auch die Stellung nehmen, wie ihn am Rapport legt. Und dass die Leute so können zur Kenntnis holen und da gebe ich so, aber kein weiter froh sind, Wort. Über die PHP. Herr Agovic? Ja. Herr Cattivalli? Ja. Herr Kuchtwa? Ja. Herr Feuereisen? Ja. Herr Fiorelli? Ja. Herr Kalmes? Ja. Herr Kiel? Ja. Herr Marti von Madame Kuhn? Ja. Herr Lecqui? Ja. Herr Marti? Ja. Herr Lothum? Ja. Herr Schütz? Ja. Herr Solania? Ja. Herr Solania für den Spautz? Ja. Herr Weimerskirch? Ja. Unanim. Was ist der Herr Feierhäuser? 67. Also. Also für Konzerne, also einzelne Schreiben für die zwei Chefin oder respektive nach ihnen, also auch nach der Dutzende Schreiben. Gut, da kommen wir zum nächsten Punkt, das ist der Punkt Nummer 8, Kreation von einer Post. Das ist ein Posten, den am Kader vom Office Social Conseil d'Administration kreiert, gehen also 52% Posten. Für Koordinateur du Projet Logement, den sie heute vorgestellt haben, für die können zu nominieren und das für eine Durée déterminée auf EU. Wir wollen das zur Kenntnis, wir müssen kein Wort drüber holen. Wir müssen ein Wort drüber holen. Wir wollen ein Wort drüber, dass wir das zur Kenntnis kommen. Wir wollen ein Wort über Deliberation vom Office. Ja, dass wir das zur Kenntnis holen. Wir wollen kein Wort. Ich wollte Deliberation, Ich wollte nur sagen, die Platz war ja natürlich schon in der Zeitung publiziert, ohne dass der Gemeinderat dann die Deliberation zur Kenntnis geholt hat. Ob sie schon unter das Gespräch envisagiert? Das sind zwei Dollar. Moin nicht doof von dem. Dann nur Wort, ja. Herr Agovic? Ja. Madame Cattivalli? Ja. Herr Courtois? Herr Feuereisen? Ja. Herr Kalmes? Ja. Herr Kiel? Ja. Herr Marquis von Madame Kuhn? Ja. Herr Lecqui? Ja. Herr Marquis? Ja. Herr Lothum? Ja. Herr Schütz? Ja. Madame Solania? Ja. Madame Solania für Herr Spautz? Ja. Herr Weimerskirch? Ja. Unanim. Also, ich merci für das Wort. Der nächste Punkt konzerniert den Reglement General de la Circulation, den Herr Lecqui hat gehört. Ja, merci. Es geht um das Reglement von der Zirkulation, wie schon gesagt. Und hier geht es um Vignetten für die Professionellen. Weil wir haben ja ein paar Mal festgestellt, dass die Utilisation abusiv von verschiedenen Kabinetten und Unternehmen, die da vielleicht übertrieben haben, mit denen Sachen, weil das Reglement, an dem, was im Moment an Vigor ist, gesagt, nicht für eine Limitation von denen, an der Zahl von denen Vignetten. Und das wollten wir ändern, für die Utilisation abusiv dann erwächst zu kriegen. So, dass man dann. Das gilt aber auch nicht für die Professionellen, die an der Medizin sind, wie Doktoren, all die Soins à Domicile und alles, was dazu gehört, wie auch staatlich respektive kommunal Vignette für als Kamionetten oder die da am Dienst sind. Eben. An die Vignette Stationnement professionell, bon, da geht es darum, dass wir dann das limitieren wollen auf zwei Kamionetten maximal auf einer Vignette haben, wo auch dann die Autosnummer von derselben Stadt draufsteht. Aber sie ändert, muss ein neuer Mund gemacht, respektive Nummer wird da geändert, auch auf der Vignette. Das scheint vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ich meine, das ist aber absolut machbar. Und die Vignetten sind dann noch limitiert, ob kann ich so froh für einen Monat, also wahrscheinlicher sind und zwar für einen Monat, drei Monate, sechs Monate oder zwölf Monate. Zwölf Monate ist aber dann der Maximal. Die maximale Dauer, da ist sie renovliert, und zwar
müssen sie dann ein Dekret machen mit Motivation für was das dann so ist. Und wie gesagt, mit zwei Stück maximal. Die Usagieren von denen Vignetten, das sind dann eben, heute schon denke, wie gesagt, die medizinische Zwein anbieten an Gemengenstaat. Und das ist das den ersten, die ersten Dinge, die ersten. Nein, das bleibt ein Schwierig, weil im Prinzip das nicht limitiert in diesem Fall. Ne? Dann hörst du bei den Kommerzanten, die dann oder respektive Entreprisen, du hast dann noch etwas limitiert, wie gesagt, zwei, um raison de deux Vignettes au plus par demandeur. Und ich meine, das ist das, was wir da sind, die Sachen noch natürlich, so kann man sich vorstellen, für was tun wir nicht die Sachen noch nach anderen. An der Preisgeschichte, wo da gewöhnt, mit das am Gang gemacht zu gehen. Soweit sind wir noch nicht, das heißt den nächsten Teil, und dann sind wir am Gang zu machen. Und ich meine, das soll doch eine Änderung kriegen, da sind wir es, meine ich, gut in eins, dass du nicht, wenn man kriegt, da so ein Jahr lang packt, so nur für 30 Euro an die anderen Leute zahlen, für x Euro am Tag. Das wird nicht gerecht, und ich meine, da muss man, da geht man, kommen wir noch zurück. Voilà. Ein froh, ein Remark, Herr Feierhäuser. Ja, ich hätte immer Tendenz, das Mikro zu hören. Nein, also ich meine, im Allgemeinen, wenn ich das hier da präsentiert kriege, dann liest, dann sieht man, das ist eine gute Sache. Ich meine, wir hatten den hauptsächlichen Fall, den wir eigentlich so am Kabas, das ist direkt ein größerer Schand hier am Dorf, wo mir dann aufgefallen ist, dass den hier Kamionetten Matzen am Dorf eben stungen und dann eben den Achse für die Klienten, die gerne halt Schöffling ankaufen, dann einfach limitiert tun. Da wurde ihn schon natürlich gefragt, wo kommen die dann in die Kabinetten, und dann gesagt, dass dann das Reglement das eben so zu zählen, also die Vignette für die Kabinetten, das ist zählen wird. Seht ihr, das ist da gut, dass wir das hier limitieren. Okay, gut. Was wird aber geschehen? Meiner Meinung nach, und ich meine, das muss ich die Menschen am Ohr behalten. Ich denke nicht, dass irgendein Chantier dadurch wird nur Mama Kamionetten auf den Chantier bringen, weil er nicht mehr zwei Vignetten hat für vier verschiedene Kamionetten. Aber ich meine, die kommen mit Kamionetten, weil sie zu Besuch haben, wahrscheinlich dafür haben, weil sie Material daran haben. Muss ich nur just aufpassen, und das gebe ich aber nur wirklich den Chef, der darüber aufführt, dann stehe ich einen strengen Fall an den drin. Dass ich auch da aufpasse, dass nur nicht die Unternehmer und Wiener Gina so ein, wir brauchen eben für unser Chantier während zwei Jahren totale Parkverbot für ein Kabinetten aufzustellen auf dem Segment, für dass sie dann einfach ihr Kabinetten dann auch nicht Vignette können für unser Chantier setzen. Auch schon der private Fall bei mir, du hast ein Haus gebaut, du kannst ein Kabinett und kommen drei oder vier Leute auf der Chantier schaffen, die kommen dann mit ihren privaten Autos. Die haben schon x-mal in die Protokolle gekriegt, weil sie dann eben vergisst hatten, die Schreif drinnen zu gehen. Was das geschieht, du sind zwei Parkplätze wieder wie bis zu Juli reserviert für die Chantier. Du stellst dich mit ihren privaten Autos da hin. Das Parkplatz das reserviert für die Leute vom Chantier, das sind die Leute vom Chantier, das ist jetzt allem raus an die Leute, die rundherum wohnen, die haben dann eben nicht nur ein Oves, kein Parkplatz, mehr auch am Dach, hatten sie sowieso kein, wir haben dann noch theoretisch Oves, auch Parkverbot für sich dann wieder. Da muss ich noch passen, dass ich nicht den Menschen einfach auf den Chantien einfach seht, okay, wenn ihr könnt, dann kriegt ihr fünf Parkplätze, dann kriegt ihr fünf Parkplätze. Das sind das limitiert wirklich, für das aber nach Parkraum bleibt für alle Jahre. Dann brauchen die Gebrauch, die haben auch noch eine Frische, dann müssen sie noch nicht gewinnen, das ist also so geschehen. Und ich meine, ich habe noch beim Service, das ist natürlich nur ein Eingang geschwärzt, dass du gesagt hast, dass du aber gepasst gehst, dass das nicht so passiert. Also, das war also noch bei mir an der Straße geschehen. Ja, das passiert man nicht, ja. Das ist alles noch ja. Okay, wir sehen noch mal was. Nachmachen. Ja. Ich hoffe nur, dass alle, die sich irgendwie nie einen Umbau oder einen Zubau in ihrem Haus machen, weil die hätten da gerne genau dieselbe Konditionen. Das sind Never-Ending-Stories-Dossier. Eigentlich egal, was du möchtest, du nie die richtige Solution kriegst, könntest du bei, das auch, ich gesehen habe, an vielen anderen Stoßen.
Die Chantiers-Leute, die haben eine eigene Ausstellung zu wesen, sich organisieren, und die kriegen eine eigene Dynamik. Und wir haben doch halt die Frage für ihr Auto, und da können an der Grünzone zu parken. Da sagen wir, nein, da geht die nur noch kontrollieren, dass sie so auch an der Grünzone geparkt. Und wir machen dann Polizei, da wir gesagt, wir machen als Agent Municipal, und da wird mir gesagt, boah. Ich kenne da viele, die auch schon nicht verboten sind, immer durch die Klute fahren. Ich kenne den einen oder anderen, die schon nicht verboten sind, dass permanent in einem Park, wo sie sich nicht darf parken. Also, ich meine, dat, du kannst ihn sich all das drüber ärgern. Ich kriege ihn aber nicht an die Luft. Okay. Darf man auf Wort gehen oder geht es nach einem Mark? Auf Wort. Herr Agovic steht auf Wort. Ja. Wollen Sie die Balli? Ja. Herr Kuchtwar? Ja. Herr Feuereisen? Ja. Herr Kürali? Ja. Herr Kalmes? Ja. Herr Kiel? Ja. Herr Marki für Madame Kuhl? Ja. Herr Lecui? Ja. Herr Marki? Ja. Herr Nultu? Ja. Herr Schütz? Ja. Herr Solania? Ja. Herr Solania für Herr Spaus? Ja. Herr Walmerskirch? Ja. Ina Nie? Ja, da kommen wir zum nächsten Punkt, das ist die Approbation von Titel der Resetten. Ihr wisst, dass die Menge für Resetten entweder Reglemente muss tun oder so, sie sind falsche Klarifizierungen, dass das so ist. Und gehen aber dann noch ein zu Resetten, die eben einfach so in die Menge kommen, durch Wand von verschiedenen Materialien, durch das Remboursement. Und die Summen, die müssen natürlich auch vom Gemengerot validiert gehen, für das auch können an als Resette können rekrutiert gehen. Das betrifft das Kehr ein Zum von 7.540,73 €. Ich bin nicht zu froh, wir machen. Das ist nicht der Fall, wo du bist. Ja. Ja. Das ist fertig. Herr Feuereisen. Ja. Herr Kürali. Ja. Herr Kalmes. Ja. Herr Kiel. Ja. Herr Martin von der Kuhn. Ja. Herr Lecui. Ja. Herr Marti. Ja. Herr Nussu. Ja. Herr Schütz. Ja. Herr Solania. Ja. Herr Solania für den Spaus. Ja. Herr Walmerskirch. Ja. In der Nähe. Voilà, der letzte Punkt, das ist die Approbation von Etat des Recettes Restant, vom restanten Etat. Du hast ja an der Responsabilität vom Reserve für uns den restanten Etat zu präsentieren. Der Reserve hat das auch gemäht und proposiert als restanten Etat an der Größe von 92.384,33 €. Du hast also zu sagen, dass zwei Drittel von dem Ganzen als Restant à poursuivre zu anzustufen sind, und zwar dann in der Höhe von 58.689,24 €. Und dass der Receiver die Charge Fred proposiert an der Größenung von 33.695,09 €. Die den Dossier ganz aufmerksam geguckt und stelle fest, dass von den 33.000 €, die Chargen, die da gefroht sind, dass das normalerweise so sind, die wirklich Leute entweder nicht mehr da sind, nicht mehr zerrichtet sind oder sonst irgendwie, dass du aber zwei Drittel von der Summe praktisch darauf zurückzufeiern hast, ob ein Haus, was verlost ging, als wo auch die Leute, die dafür zuständig waren, für alles freizuschlagen und im Haus nicht mehr zerrichtet sind, das möchte eine Menge zum Fußball 17.000 € aus. Voilà, dann, das haben wir auch Fred, wie gesagt, da präsentiert den restanten Etat eine Rechnung von 93.000 €, dürfen da poursuivre 50.000 € und 34.000 € an die Charge. Gehen nicht zu froh, ich meine, die Teile lungen ja auch dem Dossier bei. Das ist nicht der Fall, dann auf Wort. Herr Agovic? Ja. Und Kati Valli? Herr Kuchtwar? Ja. Herr Feuereisen? Ja. Herr Kürali? Ja. Herr Kalmes? Ja. Herr Kiel? Ja. Herr Marti für Madame Kuhl? Ja. Herr Lecui? Ja. Herr Marti? Ja. Herr Lodi? Ja. Herr Schütz? Ja. Herr Solania? Ja. Herr Solania für Herr Spaus? Ja. Herr Walmerskirch? Ja. In der Nähe. Voilà, du wärst wir dann mit dem öffentlichen Teil von unserer Gemeinderatssitzung durch. Es sind alle Leute, merci für die Partizipation. Es sind noch den Kollegen von der PartiV, merci für ihren Akt, diese Gemeinde für dazu beizutragen, dass das auch der Öffentlichkeit bekannt wird, was wir hier so schwätzen und diskutieren. Und dann gehen wir los zu der Sitzung vom Week-Low von der Séance Secret kommen.